Jetzt ist aber schlafen. Morgen wird nämlich ein langer Tag. Es ist Heiligabend. Gute Nacht, Anna. Schlaf gut. Gute Nacht, Mutti. Schlaf du auch gut. Ich freue mich schon. Und träume etwas Schönes, hörst du? Ja. Es war ein merkwürdiger Traum, den ich in dieser Nacht geträumt habe. Ich muss schon eine ganze Weile geschlafen haben. Plötzlich stehe ich auf einer Wiese. Feuer brennt. Es riecht angenehm nach harzigem Holz. Hallo? Hallo? Hallo! Komm, setz dich zu uns. Es ist ganz schön kalt, nicht? Ich kenne dich nicht. Bist du neu in der Gegend? Ich heiße Anna. Bei wem arbeitest du? Und wo sind deine Schafe? Ich... Nun lass sie sich doch erst einmal setzen und wärmen. Magst du etwas Brot? Wasser habe ich auch noch. Oder magst du lieber etwas Milch? Danke, lieber etwas Wasser. Hier ist eine Decke. Leg sie über die Schultern, dann kühlt der Wind nicht so sehr. Dankeschön. Du siehst merkwürdig aus, Anna. Trägt mal so in Jerusalem oder kommst du gar aus der kleinen Rom? Was treibt dich hierher? Ich weiß nicht, wie ich hierher komme. Woher kommst du denn? Hat dir jemand etwas getan? Bist du verletzt? Haben dich die Männer aus den Bergen gefangen? Bist du geflohen? Ich glaube, du brauchst erst einmal Ruhe. Komm, wir schauen nach den Schafen und lass Anna hier erstmal zu sich kommen. Da sitze ich nun am Hirtenfeuer und weiß gar nicht so recht, wie ich hierher komme. Die drei Hirten müssen eine Ewigkeit weg gewesen sein. Während ich warte, dass sie zurückkommen, wird es am Horizont schon hell. Es wird morgen, denke ich. Dann höre ich Stimmen, Getöse, Musik. Ob da jemand ist, der mir erklärt, wo ich bin.
Wir sind gekommen, um euch zu berichten. Ihr Hirten, seht ihr nicht den Stern am Himmel? Der Heiland wird in dieser Nacht geboren. Er wird allen Menschen helfen, egal ob reich oder arm. In einem Stall bei Bethlehem wird er geboren werden. Er wird uns alle erlösen. Kommt, geht zu ihm, bezeuget das Wunder, welches in dieser Nacht geschieht. Der Heiland liegt in einer Krippe, umgeben von Ochs und Esel, nicht in einem großen Palast. Er ist einer von euch. Gott hat seinem Sohn aufgetragen, den Menschen zu helfen. Macht euch auf den Weg und seht das Wunder. Betrachtet das heute Kind, welches wird liegen in einer Krippe aus Holz, bedeckt mit Stroh. Die sind alle nach Bethlehem, alle miteinander, die Engel. Bethlehem? Wo bin ich denn? Wer bist du denn, dass du nicht weißt, wo du bist? Hier sind die Weiden von Bethlehem. Dort hinten ist die Stadt. Und dort ist auch der Stall, wo alles passieren soll, sagen sie. Stadt? Stall? Ich muss da hinterher. Halt, halt, die holst du nicht mehr ein. Und überhaupt, wie siehst du denn aus? Glaubst du, die lassen dich zusehen, wo du doch zu den anderen gehörst? Zu wem soll ich gehören? Ich verstehe dich nicht. Na, schau dich doch mal an. Sieht so ein Hirte aus? Ein Armer? Einer, der sich sein Brot nachts in der Kälte mit den Tieren anderer Leute verdienen muss? Du hast doch sicher ein eigenes bequemes Haus, nicht wahr? Und immer genug zu essen. Sorgen kennst du sicher nur aus Büchern, nicht wahr? Ja, aber... Da siehst du, unser Retter ist gekommen, der uns Gerechtigkeit bringt und Frieden. Glaubst du also, hast eine Chance? Er ist doch für die Armen gekommen. Ja, denn... Und außerdem findest du die Hirten ja doch nicht mehr. Und glaub mir, es ist besser für dich, wenn du ihnen nicht nachgehst. Die waren alle so eigenartig, so aufgeregt. Und wo soll ich dann hin? Ich kenne hier doch niemanden. Geh dahin, wo du herkommst, wo du hingehörst. Glaub mir, das ist besser so. Weihnachten. Und ich bin in Bethlehem. Und darf nicht dabei sein. Du gehörst nicht dazu, sagen sie. Unser Retter ist da, doch du hast keinen nötig. Was soll ich denn jetzt machen? Mir ist, als ob viele Tage vergehen in dieser Nacht. Dann, mit einem Mal, höre ich Stimmen. Nanu, was machst du denn hier? Warst du auch in Bethlehem? Hast du seinen Stern gesehen? Ihr seid die Könige aus dem Morgenland? Nun ja, Könige. Jedenfalls haben wir uns auf den Weg gemacht, als wir von dem Kind gehört haben, dem Retter. Hier im Stall in Bethlehem ist er geboren. Das musst du doch bemerkt haben. So viel Aufruhr. Für das Kind kann das gar nicht gut gewesen sein. Gut, dass es jetzt ruhiger geworden ist. Marie und Josef würden auch bald wieder aufbrechen. Die Gegend wird unsicher, sagten sie. Herodes. Zu dem gehen wir bestimmt nicht mehr. Du musst nicht wissen, dass der Retter hier geboren ist. Natürlich gehen wir jetzt nicht zu ihm, obwohl wir es ihm versprochen haben. Wir haben jetzt einen anderen Weg. Aber irgendjemand wird ihnen es schon berichten. So ein Ereignis kann nicht lange verborgen bleiben. Aber ich möchte doch auch so gern nach Bethlehem. Doch die alten Hirten haben gesagt, ich könnte nicht gehen. Wenn du dich beeilst, dann kannst du es noch schaffen. So wie du aussiehst, sag doch, dass du uns gehörst und den Weg verloren hast. Dann bin ich nicht zu reich, um dorthin zu gehen? Wer sagt denn so etwas? Die alten Hirten. Sorgen kennst du doch nur aus Büchern, meinten sie. Und dass der Retter für die Armen gekommen ist, haben sie auch gesagt. Und wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles über Arme gelesen und gehört habe...
Ich bin nicht arm. Schau, arm waren wir auch nicht, als wir auch waren. Und wir sind es jetzt auch noch nicht. Aber wir wollten ihn finden, den Retter. Und er lässt sich finden von allen, die ihn suchen. Glaub mir. Los, was wartest du noch? Geh zu ihm. Du willst doch, oder? Und ob ich das will. Und da bin ich los, so schnell wie ich konnte. Ich will noch nach Bethlehem, bevor Josef und Maria und das Kind aufbrechen. Ich renne. Die Hirten sind wieder da und winken freundlich. Und die alten Hirten lächeln. Glaube ich. Und schließlich finde ich den Stall, ohne dass mir jemand den Weg gezeigt hätte. Es ist einfach heller dort. Ob es der Stern ist, der auch den Königen den Weg gezeigt hat? Da, kommt noch jemand. Sei willkommen. Danke, gut, dass ihr noch hier seid. Die alten Hirten haben gesagt, ich könnte nicht herkommen. Doch die Könige meinten, ich solle ruhig gehen. Und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Ich bin ganz außer Atem. Ich schon, Gunnar, schau hier, liegt Jesus. Es war ein strenger Tag für ihn. Seit ganz spät, aber gar nicht aufwacht. Und dann hat mich Maria bei der Hand genommen und mich zur Krippe geführt. Und dann... Anna, aufwachen. Anna, hörst du? Aufwachen. Wir haben noch viel vor heute. Du wolltest doch mit zum Einkaufen vor dem Fest. Beeil dich. Ach, Mutti. Einkaufen? Ich glaube... Weißt du, ich hatte so einen schönen Traum. I will follow him. Follow him wherever he may go. And near him I always will be. For nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Touch my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. So